Neben mir steht diese betroffene Familie, die 6 Stunden heute Nacht im Auto ausharren musste, ehe sie dann in der Nacht 1 Uhr in die Notunterkunft nach Sömmerda kam und dort dann bis heute da verharren musste. Und neben mir steht André Jorch. Er ist sozusagen das Oberhaupt der Familie. André, erzähl doch mal, wann seid ihr denn gestern losgefahren? Was für ein Auto fahrt ihr? Was war denn eure Absicht? Ja, wir sind sogar halb sechs, dreiviertel sechs sind wir losgefahren, wollten eben halt zu Bekannten fahren und wollten eben halt ihr helfen. Und sie sagte, der Weg, den wir sonst immer gefahren seid, der ist frei, da wurde privat geräumt. Leider war es nicht so. Und Wie lange seid ihr denn gefahren, bis ihr dann gemerkt habt, es geht nicht weiter? wie weit sind wir gefahren? Gute Frage. 3 Kilometer ungefähr, 4 Kilometer. Und dann war Stopp. Und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr dann versucht, das Auto freizulegen? Wir haben es versucht, mit dem Schlitten vom Kind, mit dem Plastikschlitten vom Kind freizuschaufeln und immer wieder vor, zurückgefahren und wieder ein bisschen freigeschaufelt und halt immer wieder versucht, irgendwo rauszukommen. Aber keine Chance ging nicht. Yvonne, ihr habt auch dann versucht, natürlich telefonisch Hilfe zu holen. Wie oft habt ihr es denn probiert und wo habt ihr es probiert? Also es waren insgesamt ca. 17 Anrufe und wir haben die Leitstelle versucht anzurufen, auch dass ja kein Notfall war, war ja sozusagen kein Hilfebedarf. Dann haben wir Privatleute versucht anzurufen, Freunde, Bekannte, die konnten alle nicht weg und dann haben wir dann schlussendlich die Polizei gerufen. Und durch die Polizei, dank der Polizei und dann nochmal erneut die Feuerwehr, kamen wir dann aus der Lage raus. Also das Auto steht zwar immer noch da und durch die Unterkunft die Nacht war zwar kuschelig, ne? Na, und sind wir jetzt eigentlich gerade froh, dass wir überhaupt nicht im Auto schlafen mussten. Wie viele Stunden wart ihr im Auto gefangen? Ja, 5, 6 Stunden ungefähr. Wie habt ihr euch denn da die Zeit vertrieben? Ihr musstet euch, es war ja auch kalt. Ja, Zeit vertrieben. Die Kleine haben wir so versucht, irgendwo zu beschäftigen und mit Spielen so im Wald. Und ich habe im Wald immer wieder versucht, das Auto freizukriechen in der Zeit. Bin im Wald raus aus dem Auto, wieder rein ins Auto, aufwärmen. Und ja, bis dann im Wald auch angefangen hat, der Motor zu überhitzen und wo man dann gesagt hat, nee, jetzt, das war im Teil da, wo wir dann den Entschluss gefasst hatten, die Polizei zu rufen. Die euch dann letztendlich auch gerettet hat. Richtig, mehr oder Erstmal in die weniger. Notunterkunft. Erstmal die Notrufe. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.